Alle freuen sich, das Essen ist fantastisch und natürlich die musikalische Teil, das wird bombastisch, ich sagte eins, weil ich das bin. Mir wird richtig warm ums Herz, weil ich sehe einfach, wie diese ganzen kleinen und auch große Gesichter mich anstrahlen bzw. sich richtig freuen, hier zu sein. Und da freue ich mich umso mehr, dass ich dabei sein darf. Das Coole ist, dass man hier alle Leute kennenlernt. Und die sind so dankbar, die Kinder, und so lieb. Und ich finde es mega geil. Ich würde jedes Mal wieder herkommen. Also ich bin zum ersten Mal hier und ich würde immer wieder kommen. Ich finde diesen Abend wirklich ein gelungenes Abend, einfach nur, weil es zeigt wirklich, wie menschlich Menschen sein kann. Ne? Und wir haben das zurückgegeben an die Kinder, was die unbedingt brauchen. Und das ist diese Umarmung, ne? diese Resonanz, diese Akzeptanz. Ne? Die haben momentan schwierige Phasen, aber mit unserer Hilfe, und die kriegen das auf jeden Fall hin und die werden schnell wieder gesund. Ne? Und das finde ich ganz wichtig, dass wir wirklich die Kinder zeigen, dass mit viel Power und viel Energie und viel Mut kann man wirklich alles durchziehen. Es ist ja auch unser Auftrag, den wir haben, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und genau das machen wir heute Abend. Es geht heute ums Jetzt, nicht ums Gestern, auch nicht ums Morgen, sondern wir feiern das Jetzt, das Leben und die Freude. Alle sind so toll verkleidet, alle sehen so großartig aus. Okay. Der Saal ist so schön. Alle Kids so happy und ausgelassen zu sehen, ist toll. Ich finde, es ist insgesamt so toll, dass die Stimmung so hoch ist und die Kinder so strahlen. Das finde ich halt wahnsinnig toll, wenn man bedenkt, dass die ja alle nicht das leichteste Schicksal auf die eine oder andere Art haben und dass man das dann schafft, alle gemeinsam so hoch zu liften. Das ist meine erste Veranstaltung, meine erste Gala und ich bin sehr froh, hier zu sein. Durch Club der Roten Bänder haben wir, denke ich, eine innige Beziehung, auch wenn wir uns noch nie gesehen haben, auch wenn wir uns überhaupt nicht kennen. Es ist halt sehr vertraut und deswegen fühle ich mich total wohl. Es ist wirklich eine tolle Aktion, dass sozusagen die Kinder heute mal das da sind und von uns sozusagen bedient werden. Ich bin jetzt ja schon zum dritten Mal hier und es gefällt mir immer noch richtig klasse. Ich finde das total cool, wie Jacqueline und das Team das so auf die Beine stellen und wie toll sie sich verkleiden und dass sie sich immer was Neues überlegen. Das finde ich ganz klasse. Das ist ein Event für Kinder. Ist wichtig, eine Gala finde ich auch wichtig, weil es dann das alles nochmal auf ein anderes Niveau oder auf ein anderes Level hebt, eine Gala, und man macht sich schick dafür und man bereitet sich darauf vor. Ich glaube, die sind sehr glücklich. Ich bin baff, dass es so eine riesen Veranstaltung ist. Sehr schön, die Leute, die ich im Krankenhaus kennengelernt habe, durch Facebook, man freut sich mal wieder, sie zu sehen. Gerade eben die Geschichte gehört, Lunge und Herz transplantiert. Total Wahnsinn. Ich bin Vater von einer 4-jährigen Tochter jetzt und ich bin so glücklich, dass meine Tochter gesund ist. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und eben dafür sorgen, dass es den Menschen, die nicht so ein Glück haben, dass auch die Möglichkeit haben, das Leben zu genießen. Und heute tun wir das hier und das ist toll. Die Veranstaltung ist sehr wichtig für mich. Ich finde, dass jede Person muss ein bisschen was tun. Die Welt verschlechtert sich und wenn jeder ein bisschen tut, dann geht es wieder ein bisschen besser, finde ich.